Einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM Chimera Squad. So, wir haben uns ja jetzt schon ein Stückchen, weiter in der Story bewegt, ein paar Missionen abgeschlossen, haben schon zum zweiten Mal einen neuen Kameraden hinzugekriegt. Und dann würde ich sagen, schauen wir doch gleich mal rein. Okay, wo printen die Hütte am meisten? Das wäre hier. Wachstumsindustrie, okay. Wie Sie wissen, ist unsere Lage in City 31 wackelig. Der Stadtrat ist sich über die Zukunft von Reclamation uneins. Also machen wir den Job, für den wir hergekommen sind. Wir stellen gefährliche Technologie von allen sicher, die City 31 schaden wollen. Sobald Reclamation Infos zu Missionen erhält, die zu diesem Ziel passen, markieren wir sie auf der Karte. Gegen unser Mandat können sie nicht angehen. Wenn wir die Bürger dieser Stadt beschützen, werden sie begreifen, dass wir es ernst meinen. Jo. Dann, bei ihrer auf Ausbildung geht's. Wurde viel Wert auf Geiselnamen gelegt. Sie kennen sich also aus. Konzentrieren bisschen. Sie sich auf alle Feinde, die Ihren VIP bedrohen, und bringen Sie ihn schnellstmöglich... Na, das kennen wir ja. VIP sichern und so schnell als möglich mit ihm wieder abhauen. Bergung des verbündeten VIP vorbereiten. Okay, Vorstoßmodus, den kennen wir jetzt mittlerweile. Gut, Verwundungswahrscheinlichkeit auf 5, okay, Leichtphysik. Haupttür. Die erste Einheit, die durch den Zugang geht, verursacht plus 3 Schaden während des Vorstoßes. Okay, dann schicken wir dich als erstes rein. Dann machen wir es doch mal so rum. Leichtphysik, alle Einheiten, die hier reingehen, erhalten während der ersten Runde lang 3 Mobilität. Ja gut, dann machen wir es halt so rum. Alles klar. Und auf geht's. Gehen rein. Mir nach. Okay, wir versuchen's. Hat geklappt. Und wir versuchen's erneut. Hat nicht ganz gereicht. Gut, dann holen wir ihn hier weg. So, und du holst dir den hier. Hat nicht gereicht. Okay, gut. Kann ja nicht immer alles so reibungslos funktionieren, wie ich das möchte. Wobei, selten ist es so, was? Sammle die Beweise. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin. Dann gehst du erstmal dahin. Lass dich nicht erwischen! Und ich glaube, das ist schon. Du das hier? Reicht wieder nicht. Ja, reicht leider nicht. Ah komm, stell dich nicht an. Was wird das? Spiel? Spiel? Mach mich nicht schwach. Mir geht's gut. Autsch. Los, zahl es ihnen heim. Ja, das Spiel hat... leider bis jetzt immer noch einiges an Bugs. Da kannst du leider nicht viel machen. Okay. Wir gehen mal hier hin. Greifen uns den hier. Komm, triff. Bitte. Habt ihr das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Hast du gut gemacht, Terminal. Gut. Ringschuss. Oh. Er zerlegt dann erstmal nur... ja... mein Schutz. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Hier will ich nicht im Winkel kriegen wahrscheinlich. Kann ich 100, 64. Legionär, wird das was? Wir versuchen es. Hat geklappt. Oh, ich bin überrascht. So, dann machen wir mal umklatschen. Ich habe ums. So geht das. So macht man das. Okay, die Beweise sind jetzt automatisch gesichert, weil wir die Runde überstanden haben. Und das innerhalb des Zeitradius. Gut, besiedeln. Die letzte Einheit, die durch diesen Zugang geht, verursacht plus 3 Schaden während des Vorstoßes. Okay, explosiver Zugang. Alle nicht aggressiven Feinde, die diesen Eingang schützen, sind überrascht. Okay. Schicken wir dich
Terminal ein. Hier Axiom und sehr gut. Auf geht's. Bleibt hinter mir. Jeweils einen starken und einen etwas schwächeren. Okay, was haben wir zu aus? Nicht wirklich viel, ne? Versuchen wir es bei ihm. Hat geklappt. Weil er macht nämlich recht wenig Schaden. Dann soll er sich den Otter holen. Okay. So, dann haben wir hier... Aha. Python. Ja, nehmen wir ihn hier. Hat nicht ganz hingehauen. Versuchen wir ihn wieder ganz wegzukriegen. Gut. Okay, haben wir 4 kassiert. Ist okay, kann man machen. Okay, da ist die VIP. Wurde gesichtet. Retten und in Sicherheit bringen. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran, mein Junge. So, warte mal, du bist da. Dann gehe ich hier hin. Ich komme. Das könnte ganz schnell falsch verstanden werden. Komm hier, ordentlich Crit und weg mit dir. Ja, ha. Klappt. Hat geklappt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wo bist du? Du bist da. Ich bin hier. Ja, aber da habe ich dann 0 Deckung. Und dann gehe ich hier hin. Okay, ich bewege mich. Ja, das... Zu weit weg. Das habe ich mitbekommen, dass du dich bewegst. Das wird so aber auch nicht. Dann versuchen wir es daneben. Okay. Das ist nicht schön. Das finde ich nicht gut. Okay, dann versuchen wir es mal mit Godmother. Okay, Feuer frei. Ah. Okay. Python daneben. So. Du hast sogar den Schild verfehlt. Ja, das muss man erstmal schaffen. Oh. Ja. Ich kann weiterkämpfen. Ich sag's mal so, du hast keine Wahl. Also nicht wirklich. Geh mir dahin. Und versuch. Warte mal, er ist betäubt. Können wir. Warte mal. Terminal kann durch den Gremlin bei verbündeten 4 Trefferpunkte wiederherstellen. Brandsäure und Gifteffekte entfernen und ihnen 20 Verteidigung zugewinnen. Terminal kann sich selbst den Schutz ernähren. Heilt also die Betäubung nicht. Okay, nee, dann können wir das auch lassen. So. Komm. Na. War zu erwarten. Okay. Nee. Nee. Du versuchst es hier und du triffst bitte. Ja, danke schön. So. Du bist jetzt knallhart, stellst dich direkt hinter die Python. Und schießt mal so richtig schön ins Fressbrett. Ein Ziel weniger. Wo ist das richtig? Okay, jetzt müssen wir noch den Wissenschaftler sichern. Bin unterwegs. Gib mir Deckung. Und zum passenden Ausgang. Was? Verstärkung. Ja, wo muss ich hin? Ich muss dahin. Okay, dann gehen wir erstmal mit Terminal. Was? Ach nee, das war... okay, gut. Alles klar, gut. Dann machen wir das etwas entspannter. Achtung! Ich bin hier, Axiom, wenn du mich brauchst. Geht dahin und gibt hier Feuerschutz in die Richtung. Sag Bescheid, so. Wenn sich was bewegt. Dich setzen wir hier hin. Aber eine bessere Position gefunden. Ja, das ist aber schön. Das heißt, du hast sie gefunden, ich hab sie. Naja, ist ja egal. Gott. Die Munition ist gleich leer. Ja, mach doch sowas nicht. Komm. Godmother geht hier hin. Dann hat sie von der Richtung schon mal Schutz und verteidigt in die Richtung. So, und da das so gut läuft, können wir den VIP gleich rausbringen und haben so gar keine Probleme. Auf dem Weg! Na, hat nicht gelangt, aber ist okay. Komm. Godmother. Kabauts. Feind am Boden.
Ja, klasse. Sowas. Ja, sehe ich auch so. Klasse, klasse. So richtig, richtig klasse. Ja. Komm, jetzt ballasten noch ins Fressbrett und dann ist das in Ordnung. Das war's für dich. So schaut's aus. Aus dem Weg! Okay, komm, weg mit dir. Nächster. Nein! Das war dumm. Ach nee, geht trotzdem. Ja, stimmt, ja. Evakuieren kann man ja trotzdem noch. Gebt mir Deckung, während ich nachlade. Nee, brauchst du gar nicht. Du gehst nach Hause. Ja. Terminal, du jetzt auch noch. Und dann haben wir es doch geschafft. Ne? Ne? Geht. Gut. Sehr schön. Freunde, wir haben es geschafft. Einer verwundet, aber das ist okay. Das passiert halt schon mal. So. Ach. Gleich nach dem Krieg sicherte sich City 31 die Unterstützung regionaler Widerstandsnetzwerke, um den Frieden zu wahren. Die Aufständischen gehörten zu einer Zelle des Bürgernetzwerks. Als der globale Rat die Eingliederung von Aliens und Hybriden in die Gesellschaft beschloss, zogen sie sich zurück. Sie hatten ein Problem damit, diejenigen zu schützen, gegen die sie im Krieg gekämpft hatten? Sieht ganz so aus. Seit 2037 sind sie nur noch in den Außenbezirken präsent und erzählen sich an ihren Wasserlöchern Kriegsgeschichten. Klingt nach einer Sackgasse. Vielleicht. Aber irgendwas hat sie dazu veranlasst, diesen Angriff auszuführen. Halten Sie die Augen offen. Okay. Zielansatz abgeschlossen. Okay. Dann werden wir uns mal etwas Monetas besorgen. Marge ist auch abgeschlossen. Verbesserte Schrotflinte, das gefällt mir. Sie wollen uns provozieren und die Stadt sieht einfach weg. Ein vermummter Sprecher von hier über alles war anderer Meinung. Dann verrüsten wir. Quatsch. Verbessern wir die Rüstung. So, Axiom hat sich eine Beförderung verdient. Was haben wir? Nachbeben. Verbessert umklatschen, um auch Feinde in der Nähe geringen Schaden zuzufügen. Die zusätzlichen Ziele können ebenfalls desorientiert, betäubt oder bewusstlos werden. Schüttle es ab. Axiom hat eine Chance, den Schaden eines erlittenen Angriffs auf 1 zu reduzieren. Das gefällt mir am besten, ja. Dann machen wir das. Okay. So. Feldteams Zahltag. Ah ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Also, wir haben Monetas. Dann haben wir da. Was ist das jetzt nochmal? Sicherheit. Okay, das bietet ja Informationen. Nochmal Sicherheit und hier oben. Na, 70 Informationen haben wir noch. Hier oben müssen wir auf Technologie. So. Technologie, sieht doch ganz gut aus. So ist das schon mal hübsch. Aha. Okay, da können wir noch nicht viel machen. Yrium-Schmuggel. Ja, da ist doch schon. Okay, gut. Dann Schmuggler MWT schicken, aber das macht er automatisch. Okay, was haben wir hier? Anarchie, Unruhe, Änderung, Feldteam-Fähigkeiten verfügbar. Okay, neue Ausrüstung, Gegenstand, Plündermarkt ist heute geöffnet. Was haben wir denn hier? Nützliche Lyrium für 40 Informationen. Aber gewalttätige Ausschreitungen können wir nicht tolerieren. Nee, aktuell nicht. Feldteam-Fähigkeiten verfügbar. Aber heute wurden nur Motoren verletzt. Neue Ausrüstung. Verbesserte Schrotflinte. Das machen wir. Gut, haben wir schon wieder keine Knete mehr, aber das ist schon in Ordnung. So, Gefängnisausbruch. Okay, das bringt uns 60 Infos. Hier würden wir technische Unterstützung. Aha. Ja, dann machen wir das noch. TV schicken. Verbesserte Schrotflinte, so gefällt mir dieses.
Haben wir noch irgendwas, was mir gerade einfällt? Nein, fällt mir gerade nichts ein. Zielgerät in Sicht. Ausschalten. Alles Klärchen, Bärchen, das kriegen wir hin. Vorstoß. Beste zum Schluss. Der Schuss der letzten Einheit, die durch diesen Zugang geht, trifft garantiert. Dann machen wir die Aufstellung etwas anders. So. Damit einer mit einer Schrotflinte auch ordentlich trifft. Definitiv trifft. Das dürfen wir dabei nicht vergessen. Okay, ne Python. Weg. Soldat. Na komm, Otter, kriegst du hin, komm. Okay, Soldat. Was haben wir noch? Noch ein Soldat. Okay, Paladin. Ja, versuchen wir es bei ihm. Hat nicht ganz gereicht. Kriegen wir ihn? Ne, kriegen wir auch nicht weg. Trifft garantiert. Ist weg. Okay, er hat hier Panik wegen Aktion. Das ist schon mal gut. Hm? Was daneben? Ich habe doch gar nichts gemacht, aber ist okay. Das ist das Ziel. Sofort ausschalten. Alles klar. In. Okay, dann gehen wir hier hin. Ja, komm. Großer Junge. So, komm weg. So, dann kann der schon mal nicht mehr angreifen. Sauberer Treffer. Ach, sehr Saber. Deswegen nennt man mich auch den Saber. Verstehst du? Ne, der war. Ja, komm, lass bleiben. Ich sollte es einfach die mal Rüstung lassen. Ist zu stark. Auf dem Weg. Und hallo. Besser geht du doch. Als ich. Ja, da ist was dran. Okay. So, Aktion. Du gehst dahin. So, dann hol dir mal die Informationen. Das war's schon. Okay. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Ja, das kennen wir. Die Spannungen am Raumhafen nahmen heute weiter zu, als Muton-Demonstranten mit Knüppeln hinzukamen. Vorarbeiterin Glorva von der Gewerkschaft der Schiffsarbeiter beruhigte. Das sind nur Werkzeuge zur Reparatur von Raumschiffen. Es sind spirituelle Werkzeuge, keine Waffen. So schicken wir Gott Mother einfach mal zur Ausbildung, damit sie mehr Trefferpunkte kriegt. Das ist nie verkehrt. Wenn sie damit zuschlagen, ist das okay, Situation. Okay. Wen können wir Spezialeinsatz, Montage, Scheibe. Mist. Muss, dann ziehe ich dich halt davon ab. Okay. Ist dann halt so. Ja, echt jetzt? Dafür habe ich das abgebrochen? Okay, alles klar, kann man machen. Ist in Ordnung. Alles gut. Feldteamfähigkeiten verfügbar, okay. Anarchie, Unruhe. Okay, was haben wir hier? Komm hier, Feldteam. Finanzen würde mich aber 70 Infos kosten. Habe ich leider nicht. Entsperrt. Okay, da gibt's noch einen Gegenstand. Nimm mal das. Komm. Feindliche Truppen bewachen ein für die ja. Einen wichtigen Gegenstand und wir müssen dahin und dafür sorgen, dass wir diesen kriegen. Feinde verteidigen das Zielgerät. Okay. Vorstoßmodus. Höhere Präzision auf den Gegner. Schütreffer. Okay, das wollen wir auf alle Fälle. Reflexe aller Einheiten, die hier eintreten, erhalten eine Runde lang. Plus 25 Verteidigung. Höhere Präzision. Erfolgsschüsse auf den Gegner sind kritische Treffer. Okay, dann gehst du da rein. Ja. Okay, auf geht's. Bleibt hinter mir. Gehen rein. Ja. Also,
Da finde ich auch, die hätten animieren können, wie sie gleichzeitig reinspringen. Also, naja, gut, was soll's. Ziel getötet. Vielleicht jemanden, den ich auch umholzen kann? Nee, nicht wirklich. Gesichtsloser. Okay. Pistolenschütze halt. Naja, was willst du machen? Okay, ja. Ja, komm. Weit ein. Kritisch hat leider nicht gereicht. So, dann nehmen wir aber ihn. Er ist am nächsten dran. Genau. Haben wir wenigstens schon mal den ausgeschaltet. Jeder Gegner weniger ist für uns besser. Python. Ein Schläger und ein Gesichtsloser. Warte mal. Er wäre als nächstes in der Reihe. Ja, komm, dann holen wir uns ihn. Ja, geh dahin. Du kannst ein bisschen was ab. Ja, ist schon okay. Ist schon. Nee, dich will ich. Feind ausgeschaltet! Okay, der Gesichtslose ist als nächstes. Den kriegen wir aber niemals im Leben down. Dann holen wir uns die Python. Ach, nee, nee, bei der niedrigen. Heftiger Schuss. Crit-Treffer. Okay, hat leider nicht ganz gereicht. Oh, um eins. Gut, daneben. Oh, war dir das? Wir haben zwar nicht Weltspartag, aber naja. Gehe dorthin, wo ich gebraucht werde. Mach mal. In der Nähe, klar. So, komm, den holen wir jetzt ganz weg. Oh, wer weg ist, ist weg. Also die Python halt Pythonen. Das ist doch. Mach ruhig. Au! Was soll denn das? Stopp den Geiselnehmer. Okay. Damit fangen wir jetzt mal ganz aktiv an. So. Ja. Schutz. Dann geh du mal hier hin. Du hast dann ein wunderbares Schussfeld. Alles unter kritisch wäre schade. Genau. Und weg mit dir. Ja. Warte mal, er schießt durch die Scheibe und Snicks und... Ja, okay. Okay. Finde die Montage. Okay, alles klar. Weiter. Helfende Hand. Die letzte Einheit, die durch diesen Zugang geht, erhält einen zusätzlichen Aktionspunkt. Die Aktion als erstes. So, so und so. Auf geht's. Komm, Crit. Crit. Na, oh, echt. Das ist peinlich. Okay, zwei Gegner sind ausgeschaltet. Jetzt kriegen wir eins ab. Ah, zwei Schaden. Okay. Damit können wir leben. Ziel gesichtet. Machen Sie das Ding kaputt. Kaputt. Ja, mal kaputt. Richtig, richtig kaputt. So. Triffst du auf die Entfernung? Komm, wir versuchen's. Ja, hart getroffen. Sehr gut. Okay. Haben wir irgendjemand den... Nee, den kriegst du auch nicht platt. Na komm hier. Was soll's? Ach, Mist. Er hat ja... Zusätzlich... schön. Hat gereicht. Hat... An den Rest von euch. Gebt auf. Genau. Gebt auf, denn sonst... Weiter will ich nicht sprechen müssen, Freund. So. Okay, das ist. Komm, dann schießt du halt da drauf. Wenn wir uns den kaputt machen, dann fangen wir schon mal damit an. Decke die Flanken. Ja, so war das nicht geplant. War nicht geplant, genau, aber. Genau dafür bin ich hier. Aber kann schon mal passieren.
So, dann haben wir wenigstens das Primärziel schon mal weg. So, komm. Ah! Na, ah, daneben. Nicht schön. Warum habe ich mir das eigentlich so umständlich? Ich kann ja auch mal näher rangehen, ich Depp. Das hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Ja klar, auf die Entfernung schießt man daneben. Man kennt's. Man kennt's. So, ich stelle mich jetzt direkt davor und rein in your face. Naja, wobei, eher in your nuts, aber okay. Also so wie die ballistische Flugbahn war. Mir geht's gut, fürs Erste. Pass auf, dass es sich nicht entzündet. So. Komm, dann ziehst du einen mit dem Knüppel über. Noch ein Kragen für den Sanitäter. Mhm. Naja, leicht verwundet, alles klar, läuft doch. Ja Freunde, dann haben wir es doch geschafft, wa? Okay, Montage abgeschlossen, Godmothers Ausbildung ist auch abgeschlossen, dann kann sie wieder zurück ins Team und du kannst wieder Feierabend machen. Warum kämpfst du mit so einer minderwertigen Waffe? Du willst wissen, warum ich Präzision der Nachlässigkeit einer Schrotflinte vorziehe? Wohl eher, warum benutzt du so etwas Kleines? Sie ist elegant, sie blockiert nie und wenn ich sie wegstecke, vergessen die Leute, dass ich sie dabei habe. Genau das meine ich. Ich merke auch kaum, dass du sie hast, wenn du schießt. Richtig. Der laute Muton kriegt die ganze Aufmerksamkeit. Und ich schalte alle aus, die ihm schaden wollen. Raffiniert. Das respektiere ich. Mist, warte mal. Pistole auf das Ziel ab und ignoriert alle Deckungsboni. Ah ja, okay, gut. Gut, das kann man behalten. So, Freunde, aber ich würde sagen, die Folge ist lang genug und ich danke euch vielmals, dass ihr mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.